Radio 1, nur für Erwachsene. Es ist nochmal gut gegangen, werden gestern viele gedacht haben, als sie das Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahlen gehört haben. Emmanuel Macron hat die Stichwahl mit knapp 59% der Stimmen gewonnen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen erreicht dementsprechend gut 41%. Mehr als 40% für eine Rechtspopulistin, dementsprechend war Macron nicht zum Triumphieren zumute. Ich denke auch an die, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Nein, niemanden auspfeifen. Für die, die aus Wut und Unzufriedenheit extrem rechts gewählt haben, muss ich eine Antwort finden. Das ist nun meine Verantwortung. Soweit der alte und neue französische Präsident Emmanuel Macron gestern Abend. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Bonjour. Oder bonjour, salut, ja. Ein Sieg von Marine. Das waren meine kompletten Französischkenntnisse. Ja. C'est la vie. Ein Sieg von Marine Le Pen hätte die EU wohl in ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt hat Macron nochmal gewonnen. Was bedeutet das denn für Europa und für die EU? Dass als erster wohl tatsächlich telefonisch und bei Twitter Olaf Scholz gratuliert hat, und das wäre aus Sicht von Frau Le Pen ein Selbstmordattentat, weil sie ja damit mit der Großartigkeit der französischen Nation in ganz anderer Weise umgeht als der Nochmalgewinner Emmanuel Macron. Der hat versprochen, ein unabhängiges Frankreich in einem stärkeren Europa. Wer will, kann da auch nationale Töne durchhören, die aber dann eben eingebunden sind in Europa, in die freundschaftlichen Beziehungen mit Deutschland. Das würde auch gar nicht passen zu Le Pens Nähe zum russischen Regime, zum aktuellen. Also in der Mehrheit haben die Französinnen und Franzosen jedenfalls das nicht gewählt, wovor gewarnt wurde und ja, was Frankreich auch ein deutliches Stück aus Europa rausgeschossen hätte. Es gibt in vielen Ländern weltweit Erfolge von Rechtspopulisten. Viele Menschen sind enttäuscht von der Politik ganz allgemein, so kann man es, glaube ich, sagen. Was muss sich nicht nur, aber auch in Frankreich ändern? Das Verhältniswahlrecht. Also das hat Macron wohl auch angedeutet und Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, ob man da jetzt Donald Trump oder Boris Johnson so untersortieren kann, ist ins Ermessen gestellt. Nur tatsächlich hat sich in Frankreich eine riesige Wandlung ergeben. Früher, wir erinnern uns, gab es das Wechselspiel zwischen den Bürgerlichen und den Sozialisten. Die sind nun zu Sekten zusammengeschrumpft. Es gibt diese liberale Mitte, die Macron repräsentiert. Ein humanistisches, soziales, europafreundliches, ökologisches Projekt. Da ist dann für jeden was dabei. Das hat er gestern versprochen. Und es gibt Menschen, die sich radikalisieren, rechts und links dieser Mitte. Es war ja auf dem dritten Platz bei der ersten Präsidentschaftswahl, also die dieser Stichwahl vorausging, dann eben auch noch ein sozialistischer, in Deutschland würde man sagen, linksextremer Kandidat. Und dessen Anhänger haben sich durchaus gestreut. 42% von ihnen wählten nun Macron, 17% Le Pen, aber ein sehr großer Teil, 41% wählte ungültig oder gar nichts. Und das ist das Problem in Frankreich. Und das hat vielleicht Macron auch schon erschnuppert, wenn er sagt, wir müssen auch ein bisschen was am Wahlrecht machen, an der Repräsentanz. Im Juni kommen die Parlamentswahlen, freut sich Frau Le Pen jetzt schon drauf, freut sich auch die Linke jetzt schon drauf, um dann möglicherweise eine Regierung, ein Parlament zu wählen, das gegen Macron arbeitet. Also das wäre mein Vorschlag, guckt euch euer Verhältniswahlrecht an und wenn das auf die Dauer die Folge hat, dass immer wieder Menschen sich ausgegrenzt, nicht repräsentiert fühlen, sagen, wir gehen gar nicht zur Wahl oder was ich noch verrückter finde, Vote Blanc, die gehen zur Wahl 9%, um ungültigen Zettel abzugeben, dann habt ihr ein Problem mit der Systematik eurer Demokratie. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.